Wir blicken natürlich auch an diesem Samstagmorgen in Richtung Israel, haben Live-Bilder, die uns von dort erreichen, unter anderem Gaza-Stadt und der Gaza-Streifen, die hier gezeigt werden. Im Moment, Sie sehen es und merken es selbst, keine schwarzen Rauchwolken, die aufsteigen. Das bedeutet, in den vergangenen Minuten hat es keine Luftangriffe dort gegeben. Aber es gab ja gestern die Aufforderung des israelischen Militärs an die Menschen im Norden des Gaza-Streifens, diesen zu verlassen. Und als Folge hat es Augenzeugen zufolge auch so ein bisschen wie Panik gegeben unter vielen Zivilisten dort. Und der Aufforderung des israelischen Militärs, sich in Richtung Süden zu begeben, sind wohl auch einige Tausende gefolgt, obwohl die Hamas die Menschen aufgefordert hat, zu bleiben. Bei ersten Vorstößen der israelischen Armee am Boden in den Gazastreifen hinein wurden eine nicht genannte Zahl von Leichen israelischer Bürger gefunden und geborgen. Heftige Explosionen im Gazastreifen. Am Abend nimmt die israelische Armee wieder Hamas-Stellungen unter Beschuss. Israels Premier gibt am Abend bekannt, diese Angriffe seien erst der Anfang. Wir bringen immer mehr Munition und Waffen nach Israel. Wir werden die Hamas zerstören. Wir werden siegen. Es wird Zeit brauchen, aber wir werden aus diesem Krieg stärker als je zuvor herauskommen. Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen soll auf mindestens 1.900 gestiegen sein. Das teilte das dortige Gesundheitsministerium mit. Israels Militär hat die Menschen im nördlichen Gazastreifen zur Evakuierung aufgefordert. Rund 1 Million Menschen leben dort, Zehntausende sind bereits geflohen. Doch es gibt Berichte, dass die Hamas versucht, Zivilisten von der Flucht abzuhalten. Rockets are still being fired at Israel. Die Hamas greift Israel weiter mit Raketen an. Deshalb reagieren wir nur auf deren Aggression. Bei unseren Angriffen versuchen wir, keine Zivilisten und Infrastruktur zu treffen. Israel will vor allem Geiseln befreien. Die Hamas hat dieses Video veröffentlicht. Die Terroristen zeigen verschleppte Kinder. Ob sie noch leben, kann nicht bestätigt werden. Die israelische Armee hat bereits erste Vorstöße in den Gazastreifen gewagt und Leichen von Vermissten gefunden.